Da hinten ist ein Dorf. Nicht am frühen Morgen, ey. F an den Villager, dem das Haus gehört. Es tut mir leid, aber ich brauche die Hütte. Sie trägt essentiell zu meinem Speedrun dazu bei. Was ist das denn? Nein! Ei. Wenn ich Tipps will oder so, oder sagen würde, yo, ihr Leute, der Run, ne? Was würdet ihr sagen, habe ich falsch gemacht? Dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn ich hier am Spielen bin und dann jemand schreibt, so sei nicht hektisch, mach nicht das, mach nicht dies, nervt das halt irgendwann auf Dauer, ne? Oh je. Das ist mir heute das erste Mal jetzt passiert, ne? War jetzt heute das erste Mal, dass ich so gestorben bin. Nee, da ist heute nicht schon mal sowas passiert. Das ist jetzt das erste Mal. So. Sollen wir eine kleine Challenge machen? Die Full Diamond Challenge. Wie schnell schaffe ich es, Full Diamond zu werden? Das soll meine erste Challenge werden, Full Diamond Challenge. Als habgieriger Diamond-Sammler ist das für mich eine Pflicht, so eine Challenge zu machen. Erstmal mit leichten Sachen anfangen. Ich werde auch die ganzen Erfolg-Dinger und so üben, also nur nochmal zur Info, ne? Mir geht es jetzt nicht darum, so wie Basti zum Beispiel solche Challenge zu machen, als Tintenfisch und alles durchzuspielen. Ich will eher so Sachen wie Erfolge machen, ganz schnell equippen und so, weil damit übe ich auch ein bisschen für Twitch Rivals, damit ich dort auch besser werde, ne? Weil wir wollen ja unseren Titel öfters verteidigen. Wir brauchen auf jeden Fall einen ordentlichen Batzen Essen. Aber ich würde schon sagen, das, was ich jetzt habe, das reicht eigentlich. Damit können wir uns runterbauen. Es könnte nur sein, dass es für euch jetzt etwas dunkel wird. Ich gebe mir einfach mal den Effekt Night Vision, ja? So, da sind die ersten Diamonds. Und das sind die umfangreichen Mining Experience, von denen ich rede, Freunde. Boah, Junge, holy shit! Der Creeper. Das wäre es jetzt gewesen. Da wäre er schon direkt echt vorbei gewesen wieder. Wenn ich sterbe, ist die Challenge verloren. Da muss ich wieder neu anfangen. Ich werde auch versuchen, jetzt nicht die ganze Zeit Eisenhacken immer neu zu produzieren. Wenn die jetzt aufgebraucht ist, dann nehme ich die Diamond-Spitzhacke und hoffe, dass ich mit der so weit komme, dass ich massenweise Dias finde. Aber bei meinem Glück gerade denke ich eher nicht. Also ich habe mir noch überlegt, was für Challenges ich machen kann. Zum Beispiel so schnell wie möglich einen Wizard töten. Wäre eine Challenge, wo ich mal Bock drauf hätte. Dann einmal Full Netherite so schnell wie möglich. Nee, ich glaube, ich bin gerade gar nicht an der Chunk-Grenze. Ist eigentlich ein guter Hinweis. Das könnte mich eventuell ein bisschen Zeit jetzt gekostet haben. Welcher ist dein Lieblingsgeschmack bei Level Up? Green Wizard, Waldmeister. Oh, nice. Und da schlägt auch direkt das Glück ordentlich zu, Freunde. 5 Stück. Das wäre jetzt schon mal der Helm. Nice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine Neunerquelle. Ja, moinsen. So kann die Kiste aber auch mal laufen hier. So muss das laufen mit den Dias. Shit. Komm, machen wir direkt Helm. Dann sehen wir schon mal aus wie Trimax.
Kann ich mich auch von italienischen Models bewerten lassen. Das war nämlich denen ihr Glück, dass ich nicht bei der Bewertung mit dabei war. Die Models, die werden so auf mich abgefahren. Die hätten direkt gefragt, ob die irgendwie Adresse oder so haben können zum Daten. Wenn ich jetzt auf Fortune 3 machen wollen würde, dann müsste ich ja erstmal die ganzen Level farmen, dann Enchanting Table, dann müsste ich erstmal hin und her verzaubern, bis ich dann Fortune 3 auf der Pickaxe habe. Ernsthaft nur einer. Ja, jetzt gerade bin ich echt ein bisschen unlucky, ne, bei dem Run. Na, mit den Dias ist gerade mau. Ich habe echt gar kein Glück. Was ist denn los hier heute? Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Pech kann denn ein Mensch haben? Also wenn ich überlege, wie viel Glück ich teilweise manchmal habe, geht doch. Waren jetzt wieder 4 weitere. Also wir brauchen jetzt noch 4 für die Schuhe. 3 für die Axt. 2 fürs Schwert, 2 für die Hacke. Sind 11 Dias. Und eine Schaufel, genau. Entschuldigung, vergessen. Oh Mann, wie konnte ich die Schaufel vergessen? Tut mir leid für die Schaufel. Dickes F an die Schaufel. 12 Diamants brauchen wir noch. Ich könnte auch mal Trimax fragen, ob er Bock hat, eine Challenge mit mir zusammenzuspielen. Was haltet ihr von der Idee? So. Schwert und Axt brauchen wir jetzt nur noch, ne? Und Hacke. 7. Boah, unter einer Stunde will ich schaffen. Komm schon. Warum findest du so oft Emeralds? Ich finde die nie. Du musst in einem Mountain-Biom unten buddeln. Da hast du die sehr häufig. Bringt dir aber nichts. Oh. 1, 2, 3, 4. Ja, es ist geschafft, Leute. Wir haben's. Ja, 46 Minuten und 3 für Full Diamond. Und wir haben sogar noch einen Diamant übrig. In 46 Minuten. Full Diamond, Leute. Das kann sich mal sehen lassen, ja? Wir werden nächstes Mal die Challenge nochmal machen und dann testen wir mal die Strip Mining Technik. Ich glaube, das nimmt sich beides sowieso nichts, weil bei der einen, wo du nach vorne buddelst die ganze Zeit, die ich jetzt gemacht habe, buddelst du in kürzerer Zeit viel mehr ab, weil wenn du dich die ganze Zeit hin und her drehen musst, dann hast du ja immer ein paar Millisekunden, wo du keinen Block abbaust, ne? Aber wir testen es auf jeden Fall mal. War auf jeden Fall eine ziemlich geile Challenge und ich werde jetzt erstmal Pause machen, Freunde, ja?